Guten Morgen, ihr Lieben. Ich teste heute mit euch eine Foundation, und zwar ist die von Avon. Es waren sehr interessierte Mädels dabei, die einfach sehen wollten, was sie so kann, was sie so verspricht. Mattifying Finish finde ich jetzt nicht so. Wir werden es trotzdem auftragen und heute mache ich einen Look mit der Melody. Deswegen kann man auch mit der Foundation starten. Für mich, ich habe die Schneckencreme drauf, die ist so peppig, aber das ist genau ein super Primer. Viel brauchen wir nicht. Ich muss das so halten, weil wenn ich das so halte, kommt da minimal raus. Also der Pumper ist nicht gerade so hochwertig. Es ist halt wie es ist. Es wird hier nichts verschönert. Dann trage ich das, weil anders hätte ich es nicht hinbekommen, trage ich es einfach hier so großzügig Mama. Auf. Oh. Da. Dann leg dich hin. Du magst dein Puzzle zuerst machen. Okay. Was hast du denn getrunken? Gar nichts? Glaube ich nicht. Ich finde die Foundation nicht schlecht. Ich hatte sie gestern, ups, große Liebe, auch drauf. Sie hat lange gehoben, also sie war sehr lange auf meinem Gesicht. Um die 12 Stunden, würde ich mal behaupten. Und ja, sie macht ein schön ebenes Gesicht. Eine mittlere Deckkraft hat sie und sieht ganz nett aus. Also, wie gesagt, ich sehe schon viel besser aus. Viel geisterhaft aus. Ich fühle mich auf jeden Fall mit der Foundation wohl. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie was nachmachen, also irgendwie was nachbessern muss, großartig mit ihr. Dass ich ständig das Gefühl habe, ich muss verblenden oder sowas, das habe ich mit ihr nicht. Deswegen, ich finde das, ja, wir schauen einfach, wie es Ende des Tages aussieht, würde ich sagen. Jetzt ist es aktuell 7:30. Und wir gucken mal, Ende des Tages mache ich euch noch einen kleinen Clip, wie ich am Ende des Tages einfach aussehe. Und wir fangen jetzt auch an mit dem Concealer und den Augenbrauen. Und. So, meine Natascha Denona darf gleich in den Schrank. Oh, das kannst du doch selber, Schatz. Ich weiß das. Ich will es nicht. Ich muss mich fertig machen. Wir müssen doch gleich aus dem Haus. Na, du musst arbeiten gehen, oder? Im Nein. Kindergarten. Nein. Was? Nicht? Ha, ist ja interessant. Ich habe jetzt gerade einen Lidschatten drauf. Von Natascha Denona, wie er da hingekommen ist. Boah. Drehen doch nicht so. Für mich werden Sachen aussortiert, die für mich nicht funktionieren. Wenn sie zum Beispiel nicht wasserfest sind, wie Lidstrich. Mascara habe ich selten das Problem. Also bei Mascara bin ich da echt problemlos. Bei mir funktioniert fast jede Mascara. Also mal selten eine ganz, ganz schlechte gehabt, die gar nichts gemacht hat. Aber Lidstrich brauche ich halt wasserfest. Ich lege mich oftmals mittags einfach ein Stündchen mit hin. Wenn das nicht wasserfest ist, dann habe ich keine Chance, gell? Dann ist rum. So, dann benutzen wir auch mal den Avon-Stift. Den Augenbrauenstift von Avon, den ich euch empfehlen könnte. Aber nicht tue. Der kostet auch nicht so viel. Hat aber eine super weiche, also er kostet nicht viel, hat eine weiche Konsistenz. Ich würde aber nicht so sagen, dass es ziemlich, ziemlich weich ist, sondern genau richtig eigentlich für die Augenbrauen. Wenn es nämlich zu weich ist, hat man zu viele Brücken. Aber das sind ja Geschmäcke verschieden. Von daher, ja. Huch.
eigentlich klappt es mit dem ganz gut. Je jede Ja, Firma hat so an voll. sich, finde ich, gute Sachen von denen und nicht so gute Sachen. Es ist einfach so, es kann halt nicht jedem gefallen. Und ja, das würde ich einfach mal behaupten. Es gibt von, für mich auch von Danke. Catrice und Essence genauso Sachen, die einem gefallen, mir gefallen, die super gut sind, die ich auf jeden Fall nachkaufen würde. Und es gibt halt eben welche, wo ich sage, nee. Zum Beispiel früher sind die Nagellacke von Essence nie getrocknet. Also bei mir dieses Color and Go noch. Boah. Davon habe ich, glaube ich, keinen einzigen mehr. Von Color and Go und diese Mini-Variationen. Ich finde das schön, so wie es ist. Ja, ich habe Augenbrauen, ich bin happy. I'm so happy, happy, happy. Gesundheit. Und dann kommt Farbe einfach mal drauf und ich versuche sie immer so ein bisschen noch zurechtzulegen, weil heute ist auch ein langer Tag wieder. Heute ist Freitag. Nicht der 13., aber es ist Freitag. Dann nehme ich mein Puder. Das benutze ich super gerne. Ich kann euch ja nochmal ranholen, um euch zu zeigen, wie das ungefähr jetzt so aussieht. Es macht schon ein mattes Hautbild. Ich würde nicht, aber nicht zusagen, dass es so matt-matt ist, so wie bei Catrice zum Beispiel, die matten Foundation. Ich habe trotzdem immer noch diese Bewegung im Gesicht, die ich sehr, sehr gut finde. Ich benutze eben mein Too Faced Puder für meine Poren hier im Nasenbereich und einfach da, wo ich meine vergrößerten Poren habe. Das ist so ein tolles Puder. Oh ja, das kommt von der Murmelbahn, Schatz. Wir haben doch noch eine Murmelbahn im Keller. Wie kriegt sie an? Die ist aus Holz. Weißt du das nicht mehr? Na, müssen wir mal dir zeigen, hä? Ich auch eine Murmelbahn? Dann benutze ich ein Color Correcting. Das Habe war deine Murmelbahn, Schatz. aufbauen. Nee, andere. Die ist schon aufgebaut. Dann muss ich dem Keller zeigen. So, ich finde Nein, dieses Puder. meine. Ich würde sagen, ich bin unten im Keller. Ich würde sagen, der Neutralisator gibt so einen leichten kalkigen Stich, aber nicht so wirklich. Also vielleicht durch die Kamera oder sowas. So ein Hauch Cream sehe ich schon und das neutralisiert dann irgendwie in Weiß. Ja, ich mache das Ding leer und gut ist. Ich benutze eine. Also, ich habe leicht abgepudert. Ich pudere nicht mehr so fest ab, weil es einfach Herbst ist und ich einfach nicht so viel schwitze. Und ich einfach liebe, wenn die Foundation so ein bisschen, also der eigene Glanz durchkommt. Ich finde das einfach wunderschön. Es klebt nicht mehr ganz so, wie es vorher geklebt hat durch die Schneckencreme. Und die Schneckencreme, die riecht einfach so göttlich. Schaut mal, das sieht einfach aus wie ein Gelee, das grüne Zeug da. Und es riecht einfach nach frisch gewaschener Wäsche. Ein bisschen Puder von Kiko. Ich liebe es. Ich benutze es wieder täglich. Ich hab dich doch auch lieb, mein Schatz. Das fehlt nur noch Puzzle, damit Bist du schon fast fertig? Nein. Nein. Schau mal. Ich schau gleich mal. Hier fehlt Warte der mal, Mann. ich mache hier noch ein bisschen und dann schaue ich. Der Alltag.
So, ich habe mir Carmex aufgetragen. Ich bin ein Carmex-Mädchen, kein Bliestex-Mädchen. Und jetzt kommen wir zu der wunderschönen Melody-Palette. Ich möchte heute unbedingt diesen Ton hier auftragen und dieses wunderschöne Karamell. Und ich würde auch sagen, wir fangen an. Ich fange an mit dem hellrosanen mit Glitzer. Nico, Schatz. Und trage mir das mal. Trage es mir mal unter die Augenbrauen auf. Wenn man das nämlich abklopft. Die Stimme. Hör auf, Schatz. Jetzt ist okay. Ich mag das machen. Wenn ich will, dann lass mich machen. Ich benutze einen Blenderpinsel und gehe mal hier in dieses wunderschöne helle Braun. Und trage das hier auf. Mein Sohn trägt morgens um 7:30 durch. Nein. Nicht? Nein. Trägt nicht durch? Nein. Ich dachte ja eigentlich, dass er noch schläft, wenn ich das Video mache, aber nö. Der wollte nicht. Wie gesagt, bei dem hellrosanen, wenn man den abklopft, dann fallen die Glitzerpartikel runter. Fallen nicht runter. Ich habe mir das helle Rosa jetzt intensiv in meinen Innenwinkel gepackt, weil ich es einfach wunderschön finde. Von den Glitzerpartikeln sehe ich nichts, aber das macht nichts. Ich brauche auch in einen matten Ton keine Glitzerpartikel, eher so im schimmernden Ton hätte ich vielleicht welche nicht unbedingt gebraucht, aber wäre für mich einfach sinnvoller. Und dann möchte ich dieses wunderschöne Braungrün auftragen. Und das mache ich mit dem das ist eigentlich ein Concealer-Pinsel, würde ich sagen, von Sigma. Und der nimmt auch ganz, ganz toll Produkt auf. Und das sprühe ich jetzt mal an. Ich habe schon viele jonglierende Geschichten gehabt. In diesem Braungrün. McFix Plus und Gibin. Oh ja, wunderschön. Wunderschön. Echt schön. Wunderschön. Ja, ich finde das auch wunderschön hier. Und das geht eher so in dieses Grün. Also gar nicht so intensiv auf Braun, sondern eher dieses Olivgrün kommt da raus. Ich bin derzeit auch eine grüne Tante. Ich trage gerne Grün. Und ich habe mir auch was Neues gegönnt. Ich hoffe, das kommt heute mal an. Dann kann ich eventuell nächste Woche noch schnell ein Quick-Video machen. Ansonsten nehme ich vielleicht sogar die Palette mit. So. Ich habe ganz, ganz viele Krümel im Gesicht. Die versuche ich jetzt irgendwie. Und meine Puzzleteile. Also. Wie schön du bist. Ich kann wieder anfangen zu singen. Wenn etwas so schön ist, muss ich singen. Nikosha, soll Mama singen? Was? Irgendwas. Was? La 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 la. Nein. Lieber nicht? Nein. Kann dich auch verstehen. Du bist Laterne. Singe? Ich singe meine Laterne. Und meine Laterne mit mir. Ja. Dort. Dort unten leuchten wir. Mein Licht geht aus. Ich kenne das noch von meiner eigenen Kindheit. Ich war auch mal klein und bin in die Schule gegangen. Aua! Dunkelbraun. Popo. Und. De Popo. So. De doch Popo. Hallo Popo. Hey. Nein. Das ist keine so gute Idee. Ja, die ganzen grünen Glitzerpartikel fallen leider ab.
Vielleicht hätte ich meinen Außenwinkel erst machen sollen. Oh, jetzt war ich wahrscheinlich voll von der Kamera weg, weil ich so intensiv da reingeguckt habe. Und ihr seht natürlich nur meinen Haaransatz. Wie wunderschön, ne? Ja, ich könnte noch mit diesen... ich trage mir dunklen braunen Kajalstift. Die Augen wirken, finde ich, kleiner, weil man es nur auf die Wasserlinie gibt. Wenn man aber das runterzieht, wie Mama, ich das jetzt machen werde. Gibt es noch ein Lied? Ja. Ich kenne nur das. Ich kenne das andere nicht so richtig. Aber Mama kriegt einen Zettel, wenn sie singen soll. Okay? Mama. Ja? Echt? So geht das. Irgendwie so. Und dann, wenn man das dann nämlich runterzieht, auf die unteren Wimpernkranz, dann wirkt das Auge schon wieder größer, weil es ja mehr Fläche hat. Also probiert das gerne mal aus. Ich stehe derzeit total auf dieses rauchige, intensive braun oder schwarzen Wimpernkranz. Da kann man nichts gegen tun. Und dann kann man auch so ein bisschen hier die Ecke noch mitmachen. Ah, oh, der Lidschatten ist so schön. Ich habe gewusst, dass ich eigentlich bei dieser Palette, wenn sie von der Qualität her gut ist, es auch nicht bereuen werde. Denn die Kaffee hat mich so enttäuscht, dass ich eigentlich danach keine zu Eva Paletten mehr kaufen wollte. Aber die ist wieder echt gut. So. Das nächste Mal möchte ich aus dieser Palette, weil ich habe sie jetzt schon das zweite Mal benutzt, diese zwei, also so diese Kombi und eventuell noch einen vierten Look, wenn es geht, nochmal irgendwie dieses wunderschöne, ja, ich würde sagen so ein Peach Gold. Ja, auf jeden Fall eine Palettenempfehlung von mir. Ich habe es jetzt zweimal getestet. Für mich schließt es schon aus, dass die Qualität gut ist, weil es einfach gut funktioniert. Ich ziehe mir einen Lidstrich und mache meine Wimperntusche dran. Und dann hole ich euch nochmal dazu, damit wir Blush und sowas drauf machen können. Und dann sind wir ready. So, ich bin tatsächlich fertig geworden mit Lidstrich ziehen und Mascara. Oh, ich kann immer nur sagen, wie wunderschön ich das finde, dieses, ne? LR, tolles Style. Ich hoffe, sie hält mir noch 2 Monate. Ja, zu den Lippen. Da habe ich von Love gestern entdeckt für mich. Gestern das erste Mal benutzt. Das ist so ein Lippenstift, der sich anfühlt wie ein Lipgloss. Am Ende des Tages zeige ich euch einfach, wie ich aussehe nach einem gestressten Tag, wie immer. Ich habe ein Blush. Trio, was ich gerne mit euch austesten würde, und zwar von Sleek. Ich kann mich von Sleek auch nicht komplett trennen, obwohl ich es echt selten benutze. Ich würde gerne so diese, irgendeine Mischung draus ziehen, aber das Rot mit benutzen. Weil wir diesen roten Lippenstift drauf haben, möchte ich so ein bisschen variieren. Und da gehe ich mit einem ganz, ganz fluffigen Pinsel rein und trage mir ein bisschen Blush auf die Hand und gebe das erstmal ab. Und dann versuche ich, erstmal mit dem matten Blush alles irgendwie in Loot zu kriegen. Ich wollte einfach gucken, ob ich es noch nutze. Und dann gehe ich in das schimmernde Blush und trage mir das auf. Und dann muss ich mir das definitiv verblenden, weil es bleibt irgendwie viel zu gut pigmentieren. Geil. Bei diesen Lipgloss, ne, mit Farbe, ist immer schwierig. So, ich würde sagen, wir sind fast fertig. Wir brauchen nur noch einen Highlighter. Und den mache ich derzeit gerade mit MAC, um ihn ein bisschen auszutesten, ob ich ihn behalten möchte oder nicht. Denn ich habe ja eigentlich dasselbe in Anastasia Beverly Hills. Ich schone nur gerne die Sachen.
Mein liebster Pinsel sind immer diese rund gebundenen. Da gehe ich großzügig rein und dann verteile ich das auch großzügig auf meinen Wangen. Damit wir auch kein so zack, 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 zack haben, ne? Verteile ich das so. Kann sogar so unter den Äuglein so ein bisschen sein, dass da vielleicht ein Zentimeter ist. Denn ich finde es eigentlich ganz schön, wenn, ja, wenn das so betont wird. Und dann verblende ich das Ganze nochmal. So, I'm ready. Ich hole euch nochmal dazu ran und zeige euch mal mein Augen-Make-up. Ich finde es tatsächlich alltagstauglich. Für mich ist ja immer so eine andere Sache. Der Lippenstift wird sich irgendwann abtragen, spätestens gleich nehme ich ihn ab, wenn ich Kaffee trinke. Weil zu Hause hasse ich das, wenn die Kaffeetassen Lippenstift drin haben. Wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir super gut. Ich hoffe euch auch. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video, wenn ich die Melodie-Palette teste. Ciao, meine Mäuse. Ich mag euch und ich bin froh, dass ich euch habe. Tschüss.